Was ändert sich durch diese Erkenntnis für die Menschheit? Nichts. Sie kann nichts ändern an den Tatsachen, die immer gleich bleiben werden. Aber es ist ein Unterschied, ob man dem Unabwendbaren ins Maul geführt wird, ohne diese Erkenntnis oder nach dieser Erkenntnis. Vielleicht wird es ja irgendwann mal utopische Entitäten geben, die sowohl die Unmöglichkeit des verräterischen Versprechens auf Unsterblichkeit und dann doch Tödlichkeit, als auch die Unmöglichkeit des verräterischen Versprechens auf Unsterblichkeit im Tödlichen, aber doch dann wiederkehren gemacht werden müssen. Und drittens sogar diese Determiniertheit für das so unzufriedene, rhizomatische Keimplasma-Matrix, die das alles ins Werk setzt, aufzuheben, aufzulösen und eine neue Epoche zu starten mit weniger Grausamkeit.